how we do, man. Atlantic, man, you know what I'm saying? Ich zeige euch mal meine Küche, mein Wohnzimmer, meine Badewanne, alles, was das Herz begehrt. Und das war die Tür. Das freut die Nachbarn. Also, hier ist der Flur. Da unten findet ihr die Schuhe. Ich glaube nicht Fußball passabel, nicht akzeptabel, um Fußball damit zu spielen. In der Küche. Ja. Da ist das Ding von meiner Mama, höchstpersönlich, für den Pokalsieg. Ich glaube, mehr geht nicht. Ist, glaube ich, geiler als der Pokal, den wir gekriegt haben. Zumindest kann ich ihn aufessen und der ist schmackhaft. Im Kühlschrank, der ist voll belegt. Der ist voll belegt mit Havana Club, den ich nie trinke. Mit Beck's Lemon, was ich trinke. Mit einem Ü-Ei, wiederum von meiner Mama. Zitrone und Bismarck Wellness. Diese gesamten Flaschen habe ich selber nicht gekauft. Die wurden mir zugetragen und ich habe damit nichts am Hut. Ansonsten steht hier weiteres Bier, was ich auch nicht mitgebracht habe, weil das immer zu dem einen Pokerabend dabei war und zu anderen Abenden, wo die Jungs hier waren. Dann seht ihr hier den kurzen Flur, wo ich meine Dauerläufe mache, plus die Badewanne. Kann man auch als Whirlpool machen. Vorher dann immer, vorher noch geduscht, nach der langen Partynacht. Ja, ein bisschen Aroma für den Körper. Ja, der grüne Klodeckel, damit man auf dem weißen Klodeckel nicht unbedingt die gelben Flecken sieht. Hier haben wir zum einen die Hochzeit von Herrn Baramovic mit ganz vielen Fußballer-Chaoten. Er mit seiner Frau Gemahlin, wo er jetzt unter das Dach gekommen ist. Dann ein Gutschein für ein Probetraining beim SC Albig. Aber wohlgemerkt in der zweiten. Freue ich mich schon drauf bei Herrn Ouillon und Herrn Viola. Das wird, glaube ich, schmackhaft gemacht. Ein köstliches Training wird das, wie Herr Rohrbeck zu sagen pflegen würde. Und etwas Altes von Herrn Avarello, seine alte Anzeige aus Alster Liebe Elbverkehr war es, glaube ich. Hier ist das Gesetz daheim, wo schon gepokert wurde, wo gesoffen wurde, wo der Riesenbildschirm steht. Wie ihr seht, ist fast Beamer-Atmosphäre. Wenn man Toni und Edu fragen würde, würden die sagen, größer geht nicht. Ich gucke zwar Fußball, aber die Wodkaflasche steht hier irgendwie seit 8 Tagen. Ich glaube, ja. Viel ist nicht mehr drin. Jetzt könnt ihr natürlich denken, ich habe die alleine geleert, ich keine Alki. Könnte sogar passiert sein, nee, war ich aber nicht. War eine Orgienfeier mit Herrn Eierbecher und Melich. Hat richtig Spaß gebracht, dass Eierbecher sich hier schon einen reinknallen wollte mit mir zusammen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Und dann gerne in mein Schlafzimmer, wo ich eigentlich mich nie aufhalte, weil ich eigentlich immer auf dem Sofa einpenne. Was soll man auch auf dem Bett schlafen, wenn man den Fernseher im Wohnzimmer und da pennen kann? Hier kommt die Jeans-Fraktion plus die Hemden. Oben die frisch bezogene Bettwäsche. Oder die frische Bettwäsche, wenn sie mal frisch wäre. Und der dritte Akt. Der kleine Begehbare. Die Mützen von Herrn Melich, wer sie nicht kennt. Kann ich gleich mal ein bisschen Schleichwerbung machen, vielleicht gibt es da noch ein bisschen was für. Na, wenn ich dafür nicht beteiligt werde, ey. Man weiß es nicht. Lang, lang ist her, aber den halte ich in Ehren. Erstens, weil ich jahrelang bei Pauli gespielt habe und zweitens, weil ich Pauli-Fan bin. Es ist ein großartiger Wimpel aus der Zeit, wo es keine Wettskandale gab, wo es noch Airbahn-Sport gab, wo der Holzer noch nicht in Erscheinung getreten ist und den Pauli-Wimpel mit Ehre getragen hat und ihn mit Ehre angenommen hat und sich bestimmt total geschämt hat, dass er Pauli verpfiffen hatte, aber man weiß es nicht. Mit Sicherheit hat er den wirklich ehrenhaft angenommen. Ja, Osnabrück Pauli. Man weiß Bescheid. LKTV, jetzt müsst ihr euch verziehen, raus hier aus meiner Bude. Ich hab keinen Bock mehr auf euch. Genug gezeigt, genug gelaufen, genug gesagt. Verzieht euch. Bye.